Einstieg bei Stiel war super. Am ersten Arbeitstag haben wir unsere Arbeitsklamotten bekommen und unsere Werksausweise wurden gemacht. Und dann hatten wir eigentlich noch Zeit, uns die Werkstatt anzugucken. Uns wurde eben eine kurze Einführung ins Unternehmen gegeben, hat verschiedene Fachabteilungen besucht und hat da schon mal einen recht guten Überblick über das Unternehmen bekommen. Die Woche drauf sind wir dann eine komplette Woche alle Lehrlinge zusammen weggefahren. Und ja, da hat man sich dann untereinander besser kennengelernt mit den Ausbildungsleitern und mit den anderen Studenten und hat dann ja schon einen Großteil der Nervosität eben mal abgelegt. Nach der ersten Woche habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich hatte neue Freunde gewonnen und war somit gewappnet für den Einstieg hier. Es gibt ein bestimmtes System, wie Praxis und Theorie bei Stiel miteinander verzahnt sind. Wir sind ja auch sehr eng dann mit den Schulen, mit den gewerblichen Schulen da auch zusammen und stimmen uns natürlich auch ab. Und es ist natürlich auch schon so, dass man viel Theorie, die man an der Uni lernt, dann auch im Unternehmen anwenden kann, beziehungsweise auch den Überblick hat bei den Fertigungsverfahren oder Ähnlichem, dass man auch das Hintergrundwissen hat. Letztlich ist bei uns sogar so, glaube ich, dass die Azubis vieles von dem hier schon lernen, womit sie dann auch in der Schule konfrontiert werden. Ich finde aber auch, dass man gerade andersrum auch viel verwenden kann, also Sachen, die man schon im Unternehmen, mit denen man im Unternehmen schon gearbeitet hat, die man dann später an der Vorlesung an der Universität eben auch hat. Sprich, man hat dann schon mal einen guten Überblick und es trägt dann zum besseren Verständnis bei. Die Auszubildenden bei uns machen eben verschiedene Praxiseinsätze in unterschiedlichen Abteilungen. Wichtig ist uns, dass die eine Bandbreite kennenlernen. Zum einen in der Produktion, zum anderen aber auch in der Entwicklung oder in Schnittstellenbereichen. Das heißt, im Laufe einer dreijährigen Ausbildung durchlaufen die insgesamt, glaube ich, 6 Stationen dann mittlerweile, wo sie in unterschiedlichen Stellen dann auch eingesetzt werden. Man hat viel Verantwortung übertragen bekommen, indem man selbstständig an verschiedenen Maschinen arbeiten durfte und auch viele Dinge selber machen durfte, wo eigentlich auch viele Ingenieure oder so damit zu tun haben. Bei meinem jetzigen Einsatz bin ich im EWZ, das ist das Entwicklungszentrum bei Stiel in Waiblingen. Und da bin ich eben auch gerade dabei, einen Teil von einem Produkt mitzuentwickeln und bin dann auch dementsprechend relativ nah an dem Produkt dran, also arbeite aktiv damit, was eventuell dann später auch umgesetzt wird. Das Ziel ist zum einen natürlich dem Azubi die Möglichkeit zu geben, selber für sich zu entscheiden, was ist eigentlich das Sahnestück, was ich mir von meinem Beruf hinterher raussuchen will, wenn ich übernommen werde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für uns natürlich aber auch die Chance, die Leute so breit auszubilden, dass wir sie hinterher auch bedarfsbezogen einsetzen können. Ich würde sofort wieder den Vertrag unterschreiben, weil ich mich einfach im Unternehmen gut aufgehoben fühle. Man bekommt eben das Gefühl, dass man hier wirklich Wert auf die Ausbildung gelegt wird bei dem Praxisteil. Und auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist sehr produktiv.